Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Meine erste Woche nach dem Urlaub, also meine erste Arbeitswoche, die doch recht heftig war. Also ja, nicht nur was so ein bisschen das Ankommen angeht, sondern tatsächlich auch die Woche so im Allgemeinen mit den ganzen Flutkatastrophen und Ähnlichem, was mich jetzt nicht privat in meinem Haus, sag ich mal, betroffen hat, zum Glück, obwohl hier der Landkreis auch ganz schön schwer mit Überschwemmungen zu kämpfen hatte. Aber natürlich im Freundes-, Familien-, Kollegenkreis sind einige betroffen. Und wenn man dann eben auch die Bilder von NRW, Rheinland-Pfalz und Ähnlichem sieht, das ist natürlich schon, wo ich denke, boah, das ist, ja. Also das ist so der Horror, den ich wirklich ganz heftig finde. Und auch sowas, wo ich denke, ich brauche keinen Clown, der mich erschreckt. Es reicht eigentlich Wasser. Ne? Aber wir wollen uns ein wenig ablenken und einfach mal jetzt für die Zeit des Videos ein bisschen eine schöne Zeit schaffen, eine gemütliche Zeit. Ich habe mir auch mal mein Ringlicht wieder greifbarer gemacht, weil es doch recht dunkel heute irgendwie ist. Und man denkt sich so, wo ist nur der Sommer? Aber ja, ich möchte mich gar nicht beschweren, weil das ist so Jammern auf hohem Niveau. Und meine Woche war buchtechnisch eher so okay, also mit einem wirklichen Highlight. Ich habe 3,5 Bücher gelesen, wobei eins der Bücher, da habe ich im Grunde auch nur einen ganz kleinen Teil draus gelesen, habe da auch die Seitenzahl reduziert, weil ich da wirklich nur so meine Sachen gelesen habe. Es gab in der Woche den Hangout mit Anka und auch mit den Kingsianern und jetzt, wenn ihr das Video seht, auch den Hangout mit der lieben Becky. Ich mag das immer super gerne, ich bin gerne live und das ist für nächsten Samstag auch eine Spendengala 2.0 beim Belletristik Basti geplant, wo ich auch Teil sein werde und möchte. Und da werden wir mal gucken, wie der Samstagabend dann so wird. Aber ich denke, wir kommen zu den Büchern. Ich habe jetzt keine Clips in dieser Art gemacht wie in der Urlaubszeit, weil ich schon recht schnell gemerkt habe, dass das tatsächlich nicht so viel Sinn macht. Ich werde aber Bücher trotzdem mit einem Timestamp versehen, sodass euch, wenn euch eben ein gewisses Buch interessiert, ihr dahin hinswitchen könnt. Ich packe auch alle Bücher wie immer unten in die Infobox und schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke da auch allerhand anderes wie Instagram, Lovely Books und so weiter. Also werft da gerne mal einen Blick rein. Ja, von den Büchern gestartet habe ich mit Der Sinn deines Lebens von Chetan Parkin und Carola Eastwood. Das ist im Grunde die Fortsetzung zu dem Human Design Buch, was ich im letzten Jahr gelesen habe und in diesem Jahr auch nochmal bearbeitet habe, also in dem ich sehr viel markiert und nachgelesen habe. Dann habe ich gehört von Emma Sternberg, Ein Garten für zwei. Das ist das dritte Buch der Autorin. Dann von Maike Winnemuth habe ich, um es kurz zu machen, gelesen. Das ist jetzt das dritte Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und das ist auch das Highlight der Woche. Und das halbe Buch ist dann ein Buch, was ich zusammen mit Becky lese. Und zwar Ein Fluch, so ewig und kalt von Brigitte Kämmerer. Das haben wir uns in 2 Wochen eingeteilt. Und da sind wir jetzt im Grunde noch dran. Da kann man so nach der ersten Hälfte noch nicht ganz so viel sagen. Ja, die Timestamps unten in der Infobox. Also schaut da gerne vorbei. Das erste Buch war Der Sinn deines Lebens von Chetan Parkin und Carola Eastwood. Ich hatte es in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass ich an so einer Art Human Design Kongress online teilgenommen habe und ich bin da wieder ein bisschen tiefer eingestiegen, habe auch im ursprünglichen Buch von Chetan Parkin einiges gelesen, markiert, auch aufgeschrieben und hatte einfach auch wieder ein bisschen mehr Lust, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe jetzt hier zu dem zweiten Buch gegriffen. Habe ich irgendwann mal im Januar, glaube ich, als E-Book für 6 oder 7 Euro als Schnäppchen ergattert. Glaube ich, auch mal mit einem Weihnachts- oder Geburtstagsgutschein. Und jetzt ist das E-Book bei 20 Euro, was ich persönlich schon ein bisschen heftig finde, aber dazu dann ein bisschen später mehr. Ich fand das erste Buch großartig und das reicht auch tatsächlich erstmal für den Einstieg. Es ist sehr detailreich, es beschäftigt sich mit den Typen, mit den unterschiedlichen Toren, mit den Kombinationen. Ich fand das super spannend und dachte eben, okay, nun widmest du dich einfach mal dem Inkarnationskreuz, das eben auch jeder von uns ganz speziell uns selbst eben hat. Und hierum beschäftigt sich jetzt dieses Buch. Also die beiden Autoren beschäftigen sich jetzt mit dem Sinn unseres Lebens, unserer Lebensaufgabe und wie wir eben auch unser Leben danach ausrichten können.
Ich fand anfangs die Erklärungen dazu wirklich sehr gelungen. Ich fand die Infos gut zusammengefasst, auch zum Human Design im Allgemeinen. Ich fand es gut, dass man da nochmal so ein bisschen angesetzt hat. Aber natürlich ist dieses Buch kein Einsteigerbuch, sondern wirklich eher dafür geeignet, wenn man tiefer einsteigen möchte. Und ich war hier eben super neugierig, was meine Lebensaufgabe ist, was ich da aus meinem Chart herauslesen kann und was eben dieses Inkarnationskreuz, was das so ein bisschen über mich aussagt. Ich glaube, dass dieses Buch tatsächlich für niemanden geeignet ist, der nur sein eigenes Inkarnationskreuz nachlesen möchte. Das Buch hat, keine Ahnung, 400 Seiten. Ich persönlich habe wahrscheinlich so 50 gelesen. Zum einen das die Vorerklärung und dann eben die zwei bzw. vier Punkte, die eben zu meinem Inkarnationskreuz gehören. Und dafür finde ich 20 Euro oder 25, 26 für das echte Buch einfach schon relativ viel. Man hat zu seinem eigenen Inkarnationskreuz so 2-3 Seiten, das fand ich auch ganz okay. Ich glaube tatsächlich, dass das eher für Leute ist, die vielleicht Readings geben, die vielleicht auch für mehrere Leute im Umfeld das machen wollen, damit sie das nachlesen können. Ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen. Ich hatte vor allem auch mehr zu meinem eigenen Inkarnationskreuz erwartet. Ich fand die 2-3 Seiten irgendwie schon ein bisschen wenig. Ich konnte dann nicht ganz so viel rausnehmen wie aus dem Einsteigerbuch. Natürlich muss man immer sein ganzes Chart betrachten und auch die einzelnen Tore und was es aktiviert und so weiter. Das ist mir vollkommen klar. Aber für einen Laien, der tatsächlich sich nur mit seinem eigenen Chart beschäftigt, fand ich das Buch ein bisschen... Ich bin froh, dass ich es damals für 6 oder 7 Euro als reduziertes E-Book mir zugelegt habe. Ich fand auch okay, das ist ein Preis, den ich auch in Ordnung finde. Hätte ich den vollen Preis ausgegeben, ich hätte mich, glaube ich, sehr, sehr, sehr geärgert. Und man kann es ja auch bei Thalia oder Hundubel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es damals gekauft habe, auch nicht irgendwie zurückgeben, wie bei Amazon, glaube ich, da geht das. Mich hätte das sehr geärgert. Also ich empfehle das wirklich eher Lehrern oder Leute, die eben doch mehr in der Familie, im Freundeskreis eben wirklich sich damit beschäftigen und das Thema angehen wollen und weitergeben wollen. Für einen normalen Leser wie mich, der sich im Grunde nur um sein Chart kümmert, vielleicht noch den einen oder anderen in der Familie oder im Freundeskreis, ist das, glaube ich, einfach schon ein bisschen zu viel und dann aber auch nicht tiefgründig genug. Also ich würde sagen, es war ein okayes Buch. Es macht schon das, was es soll, aber meine Erwartungshaltung war eigentlich schon ein bisschen detailreicher und ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, war okay. Ich weiß jetzt so irgendwie, was meine Lebensaufgabe vielleicht ist, was ich daraus hineininterpretiere. Aber ich glaube, dass man das tatsächlich vielleicht eher dann nicht in einem Basis-Reading, da ist das, glaube ich, nicht mit drin, aber in so einem fortgeschrittenen, so einer Masterclass oder so. Ich glaube, da kann man das dann für sich mitnehmen. Mal sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten noch so ein bisschen für Bücher bei mir einziehen zu dem Thema. Ich habe noch eine sehr gute Buchempfehlung von Anita bekommen, die ja hier auch schon beim Hangout war zum Thema Human Design und Metal Yoga. Und ich finde das Thema faszinierend, ich finde es interessant, ich nehme da wirklich viel raus und erkenne einfach viel, auch einfach Antworten oder ja, das ist, finde ich, tatsächlich ganz spannend. Aber das Buch war okay, aber so richtig empfehlen dem normalen Anwender würde ich es jetzt nicht. Mein Hörbuch der Woche war von Emma Sternberg, Ein Garten für zwei. Das ist schon das dritte Buch der Autorin, was ich gehört habe. Fünf am Meer war ja vor Jahren wirklich mal ein Highlight und habe ich ja mittlerweile auch im Regal stehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade seht. Ich glaube, steht hier so direkt hinter mir, hinter Sophia sozusagen. Und ich habe mich sehr gefreut auf das neue Buch der Autorin. Es wird gesprochen von Fanida Karun. Ihre Stimme mag ich super, super gerne. Ich finde immer, sie passt sehr gut zu so Liebesgeschichten, Wohlfühlromanen. Sie gibt wirklich den weiblichen Protagonisten eine ganz, ganz tolle Stimme und auch hier kann ich sie wirklich nur lobend erwähnen. Ich glaube, dass hier auch wieder viel das Hörbuch ausgemacht hat und eben auch ihre Vertonung. Das fand ich toll. Ja, wir treffen auf Luise, die eine taffe junge Anwältin ist, die alles im Griff hat, die eine tolle Wohnung hat, eine tolle Garderobe, die wirklich für ihren Job brennt und in einer Top-Kanzlei arbeitet. Doch dann stirbt überraschend ihr Bruder Pip. Und ihr Leben gerät so ein bisschen aus allen Fugen. Sie verkriecht sich in seiner Gartenlaube und lernt da so ein bisschen das
ja, minimalistischere, reduzierte Leben kennen, merkt auch, ja, wie sie eigentlich die letzten Jahre gelebt haben, in was für einer Hektik, in was für einem Stress, keine Wochenende, keinen Feierabend, und merkt so ein bisschen, dass sie auch einfach erschöpft ist, kraftlos ist und ja, jetzt einfach hier mal eine Auszeit braucht. Ja, der Frühling naht und die Natur erwacht, und da entdeckt eben Lou auch, ja, dass das Leben nicht nur aus den Kreuzverhören und Gesetzestexten besteht, sondern eben auch einfach aus einem Miteinander, und eben auch die Natur durchaus ein Recht hat, ja, so zu bleiben, wie es ist. Und ja, diese Entwicklung von Lou erfahren wir. Wir erleben mit ihr eben so ihren, ja, wirklich stressigen, fand ich, Arbeitsalltag. Ich muss sagen, dass mir das am Anfang selbst wirklich Stress gemacht hat. Also ich habe wirklich gemerkt, wie all die Dinge, die sie über ihren Job erzählt hat und was sie da angesetzt hat, da habe ich wirklich gedacht, boah, Mädel, atme doch mal durch. Und ich fand das wirklich unangenehm zu Beginn. Und da ich ja selbst am Anfang der Woche durch dem in die Arbeit zurückkehren so ein bisschen, ja, unter Strom stand, war das sehr kontraproduktiv. Also mich hat das überhaupt nicht entspannt, sondern es hat mich eher gestresst. Und das hat mir anfangs nicht gefallen, das muss ich ganz klar sagen. Da habe ich so gedacht, also wenn jemand tough ist und gerne in seinem Job ist und ein Workaholic ist, sehr gerne, kann jeder sein, wie er möchte. Aber dann hätte ich es mir nicht so überdreht gewünscht, dass sie selbst im Grunde eigentlich zum Teil auch diesen Job so hochtrabend sieht und oder so gestresst irgendwie wahrnimmt. Und ja, das fand ich anfangs wirklich unangenehm. Sprachlich ist die Geschichte aber sehr angenehm, es ist sehr leicht, es ist sehr modern, es gibt schöne Dialoge. Ich mochte den Ansatz, dass das Leben eben nicht nur aus Arbeit besteht, sondern eben auch andere Seiten hat. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt auch in aller Munde ist, oder vielleicht auch schon die letzten 5, 6 Jahre, dass man eben durchaus sagt, auch jeder einfach wie er möchte. Ein Workaholic kann das gerne sein, wenn er das möchte, aber das gilt eben nicht für jeden, jede, sondern es gibt eben auch andere Lebensvarianten und eben auch eben eine, wo man sagt, ich habe gerne einen Feierabend, ich habe gern mein Privatleben. Und ja, also ich konnte die Message des Buches ganz gut verstehen. Ich mochte den Weg nicht immer sehr. Ich muss auch sagen, dass das eher ein Buch war, was so okay war. Und was ich auch vorhin meinte mit, dass da das Hörbuch geholfen hat. Ich glaube, wenn ich es selbst gelesen hätte, hätte ich es wahrscheinlich irgendwo schon mal nach dem ersten Drittel abgebrochen, weil ich das einfach so ein bisschen drüber fand. Also es war immer gleich in so ein Extrem gehend, und auch ihre Entwicklung, also zack, ist sie in der Gartenlaube und irgendwie vermisst sie nichts, und da denke ich mir, das glaube ich irgendwie nicht. Also wenn jemand so von 150 auf 50 runtergeht von der Power, ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. Ich weiß das selbst, ich konnte es mir nicht ganz so vorstellen, dass sie so gar nichts vermisst, dass sie immer mal die Kanzlei vermisst hat, ihre Kollegen, aber dass sie ja so gar kein Heimweh hatte, auch in ihre Wohnung, und fand ich ein bisschen unrealistisch, war nicht ganz authentisch rübergebracht. Also es hat irgendwie nicht so ganz zu Lou gepasst. Zudem gibt es dann auch noch eine Entwicklung, wenn es so ein bisschen geht um ja, Felder, Landwirtschaft, Pestizide, wo ich so dachte, jetzt ist aber die Autorin ganz schön drüber. Also das ist einfach sehr unrealistisch so im letzten Drittel gewesen, dass ich so dachte, das passiert nie im Leben. Also das fand ich tatsächlich so ein bisschen, Es war, glaube ich, gar nicht so die Wendung selbst, sondern wie sie hergeleitet wurde, dass es das irgendwie nicht authentisch und echt gewirkt hat. Und das fand ich, glaube ich, einfach so ein bisschen schade. Also dass man mich nicht als Leser so immer mitgenommen hat, dass einfach Dinge auch passiert sind, eher so aus Zufall und weil man halt irgendwie die richtigen Menschen kennt. Und ich weiß nicht, fand das ein bisschen nicht so gelungen, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das Buch okay. Als Wohlfühlbuch betrachtet, ich weiß, das ist kein eigenes Genre, aber ich sehe das ein bisschen so, weil wir haben eben schon eine Lebensgeschichte, aber auch Liebes- und Freundschaftsgeschichten mit da drin. Und für mich ist das so ein eigenes Untergenre, sage ich mal. Fand ich es okay. Es hat mich dann, als der entspanntere Teil losging, auch wirklich mitgenommen und entspannt. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich sage, das ist ein Highlight, das muss ich rereaden. Da fand ich 5er mehr von ihr auf jeden Fall viel, viel besser. Es hat viel mehr Spaß gemacht. Und ja, aber mal sehen, was das nächste Buch ist. Vielleicht warte ich da dann einfach auch 2, 3 Stimmen ab, was da so gesprochen wird. Aber ja, war okay, aber ist absolut kein Must-Read.
Allerdings ein Highlight der Woche und definitiv ein Must-Read ist Maike Winnemuth, jetzt auch schon mit ihrem dritten Buch, was ich von ihr gelesen habe. Ich glaube, ursprünglich ist es das zweite Buch, um es kurz zu machen. Ich hatte ja das große Los gelesen, absolut gefeiert, dann Bin im Garten, ebenfalls absolut gefeiert, und ich glaube, dass das Buch eigentlich dazwischen erschienen ist. Man kennt Maike Winnemuth eben von ihren Kolumnen, dann hat sie einen relativ großen Betrag bei Wer wird Millionär gewonnen. Daraufhin hat sie das große Los geschrieben, ist auf Weltreise gegangen. Und hier haben wir eben eine Sammlung der Kurzgeschichten, der Kolumnen, die sie eben in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften hat die sie geschrieben hat für diese Zeitungen, Zeitschriften. Und es geht in den Kurzgeschichten um Lieben, um Hassen, um Genießen und Trödeln. Es sind eben einfach so gesammelte Werke, nicht immer sehr lang, auch unterschiedlich lang. Und es sind eben so die kleinen Dinge des Alltags, die in Szene gesetzt werden und denen Maike Winnemuth auch ein Denkmal hinterlässt. Und das fand ich großartig. Also Maike Winnemuth hat eine wahnsinnig tolle Gabe, Dinge zu beobachten, Kleinigkeiten wahrzunehmen in ihrem Leben, bei sich selbst, und das dann wirklich in wenigen Worten rüberzubringen. Das fand ich schon so faszinierend bei Bin im Garten, und hier hat man das auch. Also sie packt ein Thema, schreibt auf 3-4 Seiten durch ihre Gedanken, ihren Blick, und man denkt sich, wahnsinnig, wie treffend das beobachtet ist. Und trotz der Kürze, die diese Geschichten haben, haben wir Emotionen, wir haben Begeisterung, wir haben ja einfach so diesen Blick auf die Welt, der mir unglaublichen Spaß gemacht hat. Also ich habe so viel gelacht, ich habe viel geschmunzelt, ich habe ein paar Markierungen vorgenommen, ich fand Ideen toll, da auch einfach mal was umzusetzen, also sei es der eigene Jetlag-Tag, den ich großartig fand, also dass man irgendwie so tut, als wäre man schon 6 Stunden weiter, dementsprechend geht man mittags schon ins Kino und danach gibt man sich nachmittags sozusagen dann mit Sekt und einem Abenddinner im Grunde schon so ein bisschen die Kante und hat dann seinen eigenen Jetlag. Fand ich eine großartige Idee, warum nicht, ne? Also ich fand da wirklich viele Lebensansätze richtig, richtig toll, dass man nicht alles mit so viel Ernsthaftigkeit sehen soll, sondern dass eben auch Dinge, die man vermeintlich hasst, durchaus eben auch einfach ihren Wert haben und zum Leben dazugehören und das Leben eben durchaus auch bereichern. Und ich mochte das sehr. Also ich habe mich in den Themen oftmals wiedererkannt. Ich habe genau oft verstanden, was sie meinte, wie sie es meint, mit welchem Augenzwinkern sie etwas sagt. Und ich fand ihren Humor und eben auch wirklich diesen Blick auf die Welt. Ich fand das großartig. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich mochte das wirklich sehr, auch manchmal den eigenen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und das konnte sie eben auch, sich selbst im Grunde den Spiegel vorhalten. Und ich fand das toll. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Und ich habe mich da wirklich sehr gut unterhalten gefühlt, habe da sehr viel auch rausgenommen und wirklich viele schmunzelige, lachende Momente gehabt. Und das Buch dann am Wochenende auch wirklich genossen und bin darin dann wirklich auch so in Wochenendstimmung abgetaucht. Also richtig, richtig toll. Da merkt man dann auch selbst wieder, was Bücher können. Und das konnte mich super gut unterhalten und hat mir wirklich viel, viel, viel Spaß gebracht. Und das halbe Buch der Woche ist dann Ein Fluch, so ewig und kalt von Brigitte Kämmerer. Das ist der Auftakt der Amberfall-Reihe. Ich lese das zusammen mit der lieben Becky. Wir werden jetzt auch noch in dieser Woche daran lesen. Das heißt, ich werde erst nächste Woche final etwas erzählen können. Und mich hat das Buch super, also extremst angesprochen, weil es irgendwie eine Interpretation ist von Die Schöne und das Biest. Allerdings in unserer jetzigen Zeit, das heißt, die Protagonistin Harper kommt tatsächlich aus Washington D.C. zur Jetztzeit und sie wird da eben in diese Fantasy-Welt gezogen, wo wir eben einen Prinzen haben, der seit vielen, vielen Jahren immer wieder im Grunde schon verflucht ist und immer wieder eine Jahreszeit durchleben muss. Und es gibt eben nur eine Lösung, wie im Grunde der Fluch gebrochen werden kann. Und wer jetzt Die Schöne und das Biest kennt, der weiß in etwa, in welche Richtung diese Geschichte geht. Es ist der Auftakt einer Trilogie. Band 2 ist bereits erschienen und der dritte Band kommt im August. Und ich hatte hier von Bücherbüchse auch diese wunderschöne Special-Ausgabe, wo der Buchschnitt eingefärbt ist, im Blick. Habe ich leider nicht bekommen, hatte da kein Glück und habe jetzt einfach das zum E-Book gegriffen. Je nachdem, ob sich die Reihe zu einem Highlight im Grunde entwickelt, wird es dann auf jeden Fall, denke ich, noch bei mir dann auch in echt einziehen. Der Einstieg war sehr gelungen. Es ist ein toller Schreibstil, ein schneller Schreibstil, sehr modern und die Mischung aus der Moderne von Harper und eben wirklich eher so dieser älteren Welt, in der Rehn unser Prinz ist, diese Mischung ist toll gemacht. Auch der Wortwechsel zwischen den beiden und dieses so ein bisschen,
ja, so ein bisschen frecher und tough wie Harper ist, dass sie eben so einen etwas, also er ist ja nicht älter im Sinne von, also er ist 18 oder 19, aber natürlich hat dieses Leben ja schon einige Male sozusagen gelebt oder diesen Lebensabschnitt und ist natürlich so im Kopf zumindest reifer und kommt eben auch aus einer anderen Zeit. Das ist dann natürlich wirklich so, ja, da ist natürlich so ein bisschen Stress und Streit schon vorprogrammiert. Aber es macht super viel Spaß. Es hat natürlich schon so einen leichten Touch von Die Schöne und das Biest, aber ich finde wirklich nur im Entferntesten. Und ja, mir macht es bisher Spaß. Also wir haben die erste Hälfte sehr genossen, hatten hier wirklich Spaß beim Lesen und ich freue mich jetzt dann auch schon, wie es weitergeht und euch dann in der nächsten Bücherwoche ein bisschen mehr darüber erzählen zu können. Ja, ansonsten war in der Woche nicht so viel los. Wetter war ja eher nicht so schön. Am Sonntagnachmittag gab es dann ein bisschen Sonne. Wir waren dann auch fleißig im Garten. Das fand ich richtig toll. Ich blühe da einfach auf. Ich weiß, dass es vielen anderen anders geht. Aber ich versuche jeden Sonntag, jeden Sonnenstrahl irgendwie zu genießen und einzuhamsen. Zudem haben wir am Sonntag ja mal wieder einen virtuellen Lauf gehabt. Ich hatte euch ja schon vom Unicorn Run erzählt. Ich glaube, das war Ende Mai. Und wir haben uns jetzt eben für das Wochenende, eigentlich am Samstag, aber da es da durchgängig nur geregnet hat, haben wir es auf Sonntag verschoben. Wir haben uns für den virtuell Flamingo Run angemeldet gehabt und haben diese wunderschöne Medaille bekommen. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, man kann auch einfach so 10 Kilometer laufen, aber wenn man eben diese wunderschöne Medaille am Ende bekommt, da lohnt sich das Laufen doppelt. Also auch wirklich hier mit einem Band, wird jetzt auch an meiner Wand verewigt, neben der Einhornmedaille. Und ja, wir sind 10 Kilometer gelaufen, war eine schöne Strecke, wir haben auch extra so ein bisschen was rausgesucht, was vom Pflaster her ganz gut ist und eben möglichst nicht angewässern, weil auch bei uns natürlich die Flüsse und so ein bisschen drüber stehen. Aber wir haben das gut hingekriegt und war ein schönes Wetter, es war trocken und ist, glaube ich, wirklich gut, dass wir das Sonntag gemacht haben und nicht Samstag. Und man findet diese virtuellen Läufe auf Facebook, aber auch einfach im Internet. Wir haben das auch einfach nur irgendwie über Facebook gefunden und wir haben jetzt noch einen Lauf für Oktober. Ich weiß gar nicht, ist das der Pinguinlauf? Oder war es Faultier? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir uns dafür auch noch angemeldet. Und ja, es ist halt so eine schöne Erinnerung einfach, dass man das auch irgendwie so gemeinschaftlich gemacht hat. Ich finde es auch cool, dass man dann auf Instagram so ein bisschen nach den Hashtags suchen kann und eben auch einfach andere Leute findet, die da dann eben auch einfach aktiv waren. Und ja, 10 Kilometer ist schon ganz schön heftig, muss man echt sagen. Dadurch, dass ja meine Wanderzeit in diesem Jahr nicht ganz so ausgeprägt ist wie im letzten Jahr, weil einfach das Wetter nicht so richtig mitspielt, bin ich, glaube ich, nicht ganz so in der Form wie im letzten Jahr. Aber es hat super viel Spaß gemacht und schön ist halt auch einfach der Austausch mit einer Freundin, mit Freunden und das genieße ich dann auch sehr und tut auch sehr, sehr gut. Und ja, Laufen ja, nimmt einen auch nochmal so aus dem Alltag irgendwie raus. Und auch wenn jetzt die Strecke vielleicht nicht ganz so ideal war und nicht ganz so viel Natur hatte, also nicht durch einen Wald wie das letzte Mal, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Und ja, ansonsten serientechnisch gab es noch nichts Neues. Ich liebe Äugle mit ein, zwei Serien, mal sehen, ob ich da mal zu einer greife. Filmtechnisch, glaube ich, auch nichts Neues geguckt. Nee, also es war tatsächlich ja eher so ein Ankommen in der Arbeitwoche und ja, das habe ich auch definitiv gebraucht. Also ich habe mich dann auch sehr aufs Wochenende gefreut. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die 3 Wochen Urlaub und die Erholung daraus schon weg sind. Also das möchte ich nicht sagen. Aber es kennt vielleicht jeder, der irgendwie nach 3 Wochen wiederkommt. Das ist dann schon erstmal so, wie ist mein Name? Wo schalte ich den Rechner an? Und ja, aber soweit alles gut. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Nächste Woche die Spendengala 2.0 beim Belletristik Basti. Da werdet ihr jetzt auf jeden Fall, glaube ich, einiges noch zu Gesicht bekommen auf YouTube und Instagram. Folgt uns da sehr gerne. Und ja, ich glaube, jetzt machen wir einfach Schluss. Ich danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.